geschrieben. Da haben wir noch, als wir da das Mittagessen. Ist ja vollkommen aus. Sehr schön. Ja. Was wir nicht verstehen, heißt nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen sollen oder auseinandersetzen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Als mir diese neue Kunst aus Indonesien, den Philippinen, also aus ganz Südostasien begegnete, dachte ich, wow, das ist schon ziemlich fremd und trotzdem spricht es zu mir. Das heißt, ich muss es nicht und kann auch nicht abwarten, bis ich es ganz verstehe. Ich muss jetzt damit umgehen und das zeigen. Und so habe ich wie immer mich damit beschäftigt. Also wenn diese Ausstellung aber hier Erfolg haben soll, dann ist sie eben so, dass sie eben die Leute einlädt, sich mit der Kunst hier auseinanderzusetzen und dass die Kunst zu ihnen spricht, weil sie eben eine universelle Sprache spricht. Und das hat mich enorm überrascht, dass ich sagte, wow, das ist ein Künstler aus Indonesien, einem Land, das ich bisher nicht kannte, wo aber quasi wirklich die Themen, die Eingang in die Kunst finden, direkt von der Straße kommen und das heißt direkt aus dem Leben kommen. Und ich verlasse mich einfach darauf, dass diese unmittelbare Sprache sich in die globale Kunstsprache übersetzt und deswegen auch die Leute berührt oder nicht. Aber wie gesagt, ohne Garantien. Thank you.